Okay, wenn wir gerade schon mal in dieser, wenn wir gerade schon einmal in dieser guten Lachmut sind, so wie Machmut, können wir direkt in ein sehr entspanntes Video reingehen, aber was auch sehr, sehr geil ist. Es ist ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Und zwar hat heute The Changeman eine Doku hochgeladen, und zwar 2 Wochen im noch Amazonas mit Ungespielt. Diese Reise hier ist eine Doku von ihm. Diese Reise sind wir angetreten im Jahre 2000, steht es hier? 2015 waren wir zusammen dort. Also hatte ich noch Dreadlocks, okay? Und dadurch, dass es jetzt so wieder so aktuell wie noch nie ist mit den ganzen Waldbränden, mit den ganzen Klimaproblemen, hat Josef sich entschieden, aus all unserem Material, was wir da damals gefilmt haben, eine Doku zu drehen. Ich habe ihm auch Sachen eingesprochen dafür, O-Tones. Und es ist zwar jetzt schon 6 Jahre her, aber es ist immer noch so aktuell wie damals. Denn ja, die Erde brennt. Und da schauen wir jetzt mal rein in die gute Stube. 2 Wochen im Noch-Amazonas. Vielleicht ist sie auch bald abgeholzt. Mit Ungespielt, WWF, Erfahrungsbericht. Wir gehen rein. Let's go, der Hase. Die Reise hatte 2 sehr unterschiedliche Seiten für mich. Auf der einen Seite waren da wahnsinnig tolle Erlebnisse, wie zum Beispiel mit wilden Flussdelfinen schwimmen. Eine Nachtwanderung durch den Dschungel. Die gesamte Tierwelt zu erleben und die Menschen dort. Aber auch ziemlich negative, wie zum Beispiel... Lehnt euch zurück, Leute. Genießt euer Leben jetzt. Das Plastik im Meer und wie Schildkröten daran ersticken und zugrunde gehen. Der Wassermangel in Sao Paulo und die Brandrodung und Abholzung des Regenwaldes. Hi, ich bin Josef. Und heute erzähle ich euch im Detail von meiner Amazonasreise. Oh, das ist so ein richtiger Rückblick. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich habe aber ein paar Sachen für ihn eingesprochen. Ich habe es aber selber noch nicht gesehen. Wir gucken uns jetzt zusammen an. Oh, richtig genießen, Leute. Let's go. Zwei Wochen im Amazonas. 2015 fragt mich Simon Unge, ob ich Lust habe, mit ihm und dem WWF in den Amazonas zu reisen. Und natürlich sage ich zu. Mein Job ist es, als Dokumentarfilmer Simon zu begleiten, aber auch für den WWF Aufnahmen von den bedrohten Gebieten, Tieren und der ganzen Reise. Oh, das war so süß, mit ihm bin ich schwimmen gegangen, mit dem Tapir. Reise zu machen. Simon und ich recherchieren, was wir alles brauchen für die Reise in den Amazonas. Wir lassen uns impfen. Wir haben uns impfen gelassen. Das war damals noch, bevor es cool war, haben wir uns schon impfen gelassen. Ich bin nämlich ein sogenannter Impfhipster. Gehen einkaufen und besorgen uns eine Menge brauchbarer und nicht so brauchbarer Dinge und fahren mit der Bahn nach Frankfurt zum Flughafen. Es sind 21 Grad. Süß. Simon und ich reisen natürlich nicht alleine, sondern haben Melanie und später auch Dirk vom WWF an unserer Seite. Die Melanie war auch so eine super Begleitung. Sehr professionell, hat uns sehr, sehr gut rumgeführt. Ich war damals noch ein bisschen kindisch und ich habe das Gefühl gehabt, manchmal musste die Melanie so ein bisschen Aufpasser spielen, weil wie kann ich das am besten beschreiben? Ich hatte damals noch viel, viel mehr ADHS-Kicks und habe manchmal schon genervt. Ich hatte noch so ein bisschen mehr so eine innere Unruhe, habe immer manchmal einfach gelabert und... Ihr kennt das von mir, ne? Ich bin manchmal ein bisschen nervig und anstrengend und die Melanie, die war immer sehr professionell, ist immer entspannt geblieben, hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, obwohl ich bin manchmal echt schwierig zu handeln gewesen, damals vor allem. Und ja, möchte ich mich auch noch viel ganz stark für bedanken. Sehr gut gemacht, sehr gute Begleitung vom WWF. Nach einem langen Flug mit wenig Schlaf kommen wir in Manaus an und betreten eine Welt voller Hitze. Es sind 37 Grad. 37 Grad, alter Schwede. In Manaus. Wir haben immer die ganze Zeit so dumme Wortspiele gemacht. Und das war so anstrengend. Also ich muss auch sagen, Josef ist auch so jemand, der hat bei allem mitgemacht, ne? Ich habe das immer so ein bisschen angestachelt und Josef macht bei allem mit. Wir haben die ganze Zeit so richtig dumme Wortspiele über Manaus gemacht. Also Manaus ist eine Stadt in Nordbrasilien. Und wir haben dann immer gesagt, ich halte das nicht Manaus hier. Ich halte das nicht Manaus, es ist zu warm. Ich muss... so dumme Sprüche, wisst ihr, was ich meine? Das Erste, was auffällt neben der absoluten Wand aus Wärme, ist der Trubel auf den Straßen, aber auch wie schön es hier eigentlich ist. Ja, vor allem Manaus ist nicht so ein Touri-Ort wie zum Beispiel Rio oder so. Und ich bin alleine durch die Stadt gelaufen einmal und ich wurde wirklich von jedem angeguckt. Wirklich. Erstmal, weil ich einen Kopf größer bin als jeder Mensch, der da lebt, gefühlt. Aber dann habe ich auch noch rote Haare und Dreadlocks gehabt. Und das war schon echt, also ich habe das Gefühl gehabt, egal wo ich hingegangen bin, da bin ich auf jeden Fall krass aufgefallen. Sehr schöne Stadt auf jeden Fall, Manaus. Sehr süß. Sehr liebe Menschen. Ich muss Manaus fahren. Wir können Manaus fahren, wir können Manaus fahren. In Manaus treffen wir George. Er ist für den WWF vor Ort. Er war auch ein Ehrenmann.
von WWF zuständig. Und damit ist unsere kompetente Reisegruppe vollständig. George von WWF Brasilien, Melanie und Dirk von WWF Deutschland. Ja, und Simon und ich. Oh mein Gott, da hatte ich noch so richtig dicke Tunnel, Alter. Ich habe jetzt gar keine Tunnel mehr im Ohr, ist alles zugewachsen. Schaut mal. Auch sehr lecker. Nachdem wir angekommen sind, möchten wir etwas essen. Und egal, wo man ist auf der Welt, es gibt immer irgendwo einen Unge-Fan. Und auch hier, mitten in Manaus, trifft Simon auf einen Fan. Digga, wir haben einfach einen Zuschauer getroffen. In Manaus, WTF. Nach der Ankunft in Manaus... Digga, der ist jetzt einfach erwachsen, der Junge. Das ist 6 Jahre her, ne? Aus geht es am ersten Tag direkt mit einem absoluten Highlight los. Und ich glaube, ich hätte darauf gar nicht vorbereitet. Es wird eine richtig schöne Doku. Leute! Genießt jetzt! Wir gucken uns eine richtig schöne Doku zusammen. Eine richtig schöne Doku gucken wir jetzt zusammen. Es wird richtig lustig. Let's go. ...werden können, denn das, was man hört, wenn man es hört, ist so viel unspektakulärer, als es wirklich erlebt zu haben. Du hast einen Mann aus ihm gemacht. Mann aus. Kapitel 1. Schwimmen mit Flussdelfinen. Tag 2 von 14. Was, das war am zweiten Tag? Stimmt, ich habe ihm sogar ein Video geschickt. Ich habe gedacht, ich habe in meinem Kopf gehabt, das ist schon eine Weile her, als ich ihm die ganzen Aufnahmen geschickt habe. Ich habe ihm in meinem Gedächtnis, irgendwie so, dass ich ihm nur eine Voice geschickt habe, aber ich habe ihm ja ganze Videos geschickt. Okay, perfekt. Wir haben uns unterhalten und ich habe meine Kamera mitlaufen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, weil wir haben hier 28.05. Das ist schon 3 Monate her, als ich das Video aufgenommen habe. Das ist 3 Monate her. Sieht man, dass ich abgenommen habe in den letzten 3 Monaten? Sieht man, dass ich abgenommen habe? Im Gedächtnis sind wir da schon ein paar Tage gewesen und dann irgendwann zu... Das ist 3 Monate her. Diesen Flussdelfin, weil ich weiß halt die Rahmenbedingungen von den Flussdelfinen und... Ich finde schon. Also man sieht natürlich jetzt nicht viel, weil man sieht auch mein Gesicht und mein Körper ist ja Pullover und so. Aber ich habe immer Pullis getragen die ganze Zeit, weil ich mich im T-Shirt unwohl gefühlt habe. Ich habe in den 3 Monaten, seit dem 28.05. habe ich richtig abgenommen. Was das alles war, es war eine Therapie, auch für Kinder, die psychische Probleme haben. Einfach sowas wie so eine, es gibt ja ein... Sport hat schon geholfen, let's go, jetzt genießen wir weiter. In Deutschland oft zu Pferdetherapien und das war so eine Delfintherapie eben. Also es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich Delfine so nah gesehen habe, egal ob normal oder Flussdelfine. Und das war auch ein krasses Erlebnis. Einfach Delfine streicheln, das war so krass. Das erste Mal, dass ich auch Delfine angefasst habe, also es war schon crazy. Diese Flussdelfine leben frei im Rio Negro und sind nicht eingesperrt. Genau, auch wichtig, habt ihr es zugehört? Das sind keine Delfine in Gefangenschaft, so wie bei SeaWorld oder so ein Scheiß. Das sind freie Delfine, die leben im Fluss. Die kommen nur dahin, weil sie dort regelmäßig gefüttert werden. Das sind keine gefangenen Delfine, die leben da, ja, in der Freiheit. Wir würden niemals in irgendeinen Aquapark gehen, wo irgendwelche Tiere in Gefangenschaft leben. Kommen aber regelmäßig an diesen Ort, weil sie dort gefüttert werden. Ich bin erstmal ziemlich überwältigt von der Gesamtsituation. Wir stehen auf irgendwelchen Holzbrettern mitten im Rio Negro, der schwarz und dunkel ist. Und darin befinden sich anscheinend irgendwelche Flussdelfine. Was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist aber, dass im Rio Negro unter anderem Piranhas... Wir sind da einfach reingegangen in diesen Fluss. Wir sind da einfach rein. Ich bin da drin schwimmen gewesen. In mehreren Mangrovenwäldern vom Rio Negro. Da war eine Wasserschlange in der Nähe. Da war ein Tapir, so ein tonnenschweres Tier. Einfach mit mir im Wasser. Ich war so leichtsinnig. Riesige Kaimane und der Penisfisch lauert. Oh, der Penisfisch, der ist mir auch reingeschwommen. Da muss ich abhacken. Seitdem, ja, ist halt einfach alles ein bisschen anders. Der Penisfisch ist dieser Fisch, der, wenn man in den Rio Negro pinkelt, eventuell in den Harnleiter schwimmt, weil er dem warmen Fluss des Urins folgt. Deswegen pinkelt nie in den Rio Negro. Die größte... Da waren wir einfach drin in diesem Fluss. Junge, was ist mit uns? Angst habe ich tatsächlich aber vor Haien. Weil ich nicht wirklich erkennen kann, was für ein großes Tier da rumschwimmt. Ein Flussdelfin oder ein Hai sieht für mich von außen recht ähnlich aus, vor allem in diesem trüben, dunklen Wasser. Aber einer der Anwesenden beruhigt mich und erklärt, dass überall, wo Flussdelfine sind, gleichzeitig keine Haie sein können. Also vertraue ich ihm und gehe ins Wasser. Es ist ein ganz seltsames Gefühl, wenn man in diesem... Diese Flussdelfine haben so einen richtig langen Schnabel, ganz, ganz wild. ...schwarzen Wasser ist und immer wieder um die Beine herum diese großen Tiere sich bewegen. War schon krass, war heftig. War ein heftiges Erlebnis, kann ich euch sagen.
War ein richtig heftiges Erlebnis. Irgendwann komme ich auf die Idee, mit einem der Flussdelfine nach unten zu tauchen. Uns wurde gesagt, dass sie uns nicht an ihnen festhalten dürfen, aber wir können sanft die Hände auf sie legen und dann ziehen sie einen ein bisschen mit. Das mache ich bei einem der Flussdelfine und er taucht direkt nach unten. Ich möchte ein bisschen mittauchen und folge ihm und werde in eine eisige Tiefe gezogen. Denn nach ungefähr 2-3 Metern ist das Wasser so eiskalt, dass es wirklich auf der Haut wehtut. Ich lasse den Delfin los und weiß nicht mehr, wo ich bin. Es ist komplett schwarz, ich sehe die Sonne nicht, ich weiß nicht, wo oben ist und ich bekomme Panik. Man ist unter Wasser, sieht nichts und spürt nur um sich herum die Delfine, die sich bewegen, weil sich die Wasserbewegungen natürlich übertragen. Ja, muss auch überlegen, das sind nicht irgendwelche kleinen Fische, die um dich rumschwimmen, das sind richtige, fette Tiere unter Wasser, die super schnell sind. Es ist schon ein bisschen beängstigend, also wenn man natürlich sowas nicht gewöhnt ist, ne? Aber sind trotzdem geile Tiere auf jeden Fall. Um nicht komplett in Panik zu verfallen, versuche ich mich zu beruhigen, lasse meine Arme ganz locker und versuche irgendwie rauszukriegen, wo oben ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es rausgefunden habe, aber als ich einigermaßen verstehe, in welche Richtung ich mich zu bewegen habe, folge ich dieser Richtung und erreiche auch die Wasseroberfläche wieder, schwöre mir aber, auf dieser Reise nicht noch einmal zu tauchen. Das kann ich generell als Tipp weitergeben. Ich würde in unbekannten Gewässern gar nicht tauchen und das mache ich auch nicht nochmal. Was ich in dem Moment aber auch lerne, ist, dass der Rio Negro und der Amazonas an sich für mich gefährliches Gebiet ist, weil ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was dort lauert. Ich weiß nicht, was dort passieren kann. Entsprechend bereitet mich dieses kleine Erlebnis auch auf die weitere Reise vor. Denn es wird noch einige Momente geben im Wasser. War eine sehr, sehr coole Erfahrung. Im Dschungel, mit Tieren, in denen es gut ist, dass ich nicht nochmal so leichtsinnig sein werde. Krass, wenn ich meine Dreadlocks sehe, ne? So seltsam, das zu sehen. Habe ich schon so lange nicht mehr, ne? Ich habe die in dem Jahr, im Jahr 2015 oder 2016, habe ich die abgeschnitten. Also so lange wie das Video her ist, sind auch meine Dreadlocks ungefähr her. Ja, war krass. Also wir sind ja hier gerade im Rio Negro mit Flussdelfinen geschwommen. Die waren pink. War krass. Also ich habe... Da ist ein Delfin. Da ist gerade einer. Das ist unglaublich. So ein riesiges Tier, was sich hier im Wasser um einen drum schwimmt. Das ist so krass. Ja, okay, ein Jahr später habe ich abgeschnitten. Na gut. Ich habe ja selber ein bisschen Schiss vor Spinnen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Angst vor Schlangen, die hier so in diesen ganzen... Also da gibt es ja tausende Schlangen, ne? Und klar, aber die Delfine, vor denen habe ich keine Angst. Ich würde ihn gerne streichen, aber ich will ja auch nicht unhöflich sein. Ich habe sehr viel Vertrauen gehabt in das Wasser. Denn das bei den Flussdelfinen, okay, klar, ist ja so eine offizielle, so auch ein Ort, wo auch Therapien gemacht werden und sowas. Und da habe ich schon Vertrauen drin gehabt. Aber weißt du noch, in diesem Mangrovenwald, wo ich einfach vom Kanu gesprungen bin? Ja. Junge, das war richtig leichtsinnig. Ich bin von diesem Kanu gesprungen in einem Mangrovenwald. Das Wasser war so tief, ich wusste nicht, wie tief das ist. Das war ein Wald, der unter Wasser stand. Also Mangrovenwälder sind so Wasser im, also Wälder im Wasser. Und da war einfach ein Tapir. Und ein Tapir, keine Ahnung, wie es wiegt, ein ausgewachsener Tapir. Tapir-Gewicht. Ein Tapir wiegt 250 Kilo ungefähr, ja? 250 Kilo, das ist so ein richtig brachiales, fettes Tier. Und ich bin zu diesem Tier ins Wasser gesprungen und habe mir überhaupt nicht darüber Gedanken gemacht, dass das Tier vielleicht Angst bekommen könnte, dass mich das Tier vielleicht mit einem Strampler untertauchen könnte oder platt machen könnte oder so. Und ja, ungefähr eine Tonne wiegt das, habt ihr recht. Auf jeden Fall, ich bin einfach zu diesem Tier gesprungen und dann waren dann auch irgendwelche Wasserschlangen und so und halt es können auch Piranhas da sein, weil es ist einfach, das war ja wirklich leichtsinnig von mir, weil es halt nicht an der Küste war, es war in so einem Wasserwald. Und da waren auch Kaimane, also diese Flusskrokodile. Das war sehr leichtsinnig von mir, habe ich einfach runtergesprungen. Das Problem ist, ich habe halt nicht so eine richtige krasse Angst vor Wasser. Im Wasser fühle ich mich wohler als an Land. Ich bin so eine richtige Wasserratte. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, ins Wasser zu gehen, dann gehe ich immer ins Wasser. Ich gehe immer ins Wasser. Egal wo, ich gehe immer ins Wasser. Egal wie hoch die Wellen sind, egal wie heftig die Strömung ist. Auch wenn die Leute sagen, ja, in dem Fluss, keine Ahnung, es sind schon Leute gestorben, weil die Strömung so krass ist. Irgendwie kann mich nichts davon abhalten, ins Wasser zu gehen. Klar, macht das nicht, ne? Ist Quatsch, ist auch gefährlich. Aber ich fühle mich vom Wasser so angezogen. Ich muss zum Wasser. Und dann wollte ich einfach ins Wasser. Und es war richtig leichtsinnig, mach das auf keinen Fall.
das war der allererste Trip, ne? Das war unser erstes Event hier. War richtig cool schon. Hat sich allein schon gelohnt jetzt. Auf dem Rückweg geraten wir in ein gewaltiges Gewitter. In der Amazonasregion. Was ich auch noch sagen muss, ist, schaut mal, wenn er jetzt zum... Das ist ein Fluss. Es sieht aber aus, als wäre es das Meer. So groß ist dieser Fluss. Man sieht das andere Ende nicht. Also man sieht hier das andere Ende, aber manchmal, wenn man rüberguckt, kann man das andere Ende gar nicht sehen. So breit ist dieser Fluss, der Amazonas und auch der Rio Negro. Die sehen aus wie Meere. Du guckst von der Küste, es sieht nicht aus wie ein Fluss, es sieht aus wie das Meer. Es ist so riesig, so riesig, so riesig. War richtig cool schon. Hat sich allein schon gelohnt jetzt. Guck, es sieht aus, als wäre es das Meer, oder? Das ist aber ein Fluss. Das ist ein Fluss. Das ist ganz krank. Das kann man sich nicht richtig vorstellen. Das ist so riesig. Das ist ein Fluss. Auf dem Rückweg geraten wir in ein gewaltiges Gewitter. In der Amazonasregion herrschen seit einigen Jahren extreme Wettersituationen. Das hat mit dem Klimawandel und der fortschreitenden Abholzung des Regenwaldes zu tun. Ein riesiges Problem, was uns auch in Deutschland betrifft, zuletzt durch die Hochwasser. Leute, ich muss euch sagen, ich genieße das gerade so, das mit euch zusammen zu gucken. Ich finde das so schön, das mit euch zu teilen, diese Erfahrung. Klar, das ist alles schon ein bisschen länger her, aber dass wir auch nochmal, dass wir das Ganze nochmal aufarbeiten, ja? Dass Josef sagt, hey Simon, komm, schick mir nochmal hier nochmal deine Meinung dazu, deine Gedanken, was war, wie hast du es noch in Erinnerung? Dass wir das Thema, obwohl das halt auch schon 6 Jahre her ist, dass wir nochmal darüber reden. Ich finde das so wichtig und so schön, weil es ist immer noch aktuelles Thema, weil ihr seht doch, wie es ist. In Deutschland Überschwemmung aktuell, Brände überall, in der Türkei, in Griechenland, Hitzewellen. Und die Klima-Auswirkungen sind ja noch aktueller als damals. Und ich finde es so schön, das mit euch zu gucken. Und ich finde es auch schön, mit euch gemeinsam das jetzt gerade zu erleben nochmal. Es freut mich richtig. Es bedeutet mir sehr viel. Ich küsse eure Augen. Schon am nächsten Tag reisen wir weiter ins Amazonasgebiet und die Tiefen des Regenwaldes. Wir sind jetzt weiter. Oh Gott, das war mein absoluter Albtraum. Das will ich noch nie wieder machen. Da sind wir in den Spinnenwald gegangen. Da sind überall Taranteln. An jeder Ecke Taranteln, Taranteln, Taranteln. Skorpionspinnen hängen da. Also alles ist tödlich, was da ist. Alles ist tödlich. Da gehst du hin und alles kann dich töten. Und du bist auch zu weit weg von allem, dass du irgendwie gerettet werden kannst. Unterwegs hier im Dschungel. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Wir sind einfach im Dschungel. Wir haben im Dschungel geschlafen. Ich hatte so Panikattacke, weil ich habe ja so eine leichte Spinnenphobie, nicht so eine krasse Spinnenphobie. Also ich kann jetzt, also zum Beispiel hier auf Madeira oder in Deutschland, wenn da eine Spinne ist, kann ich die auch so wenn die irgendwo an der Wand hängt, oder kann ich die wegmachen und raussetzen oder so. Ich habe keine Angst vor ungefährlichen Spinnen. Ich habe nicht so eine krasse Spinnenphobie, aber vor so giftigen Spinnen, die mich töten können, habe ich Angst, okay? Ist ja auch irgendwo logisch, ne? Kapitel 2, Könige des Leichtsinns. Oh Gott, ey, wir waren oft leichtsinnig. Aber wir waren wirklich, ich muss sagen, ich war da wirklich noch ein bisschen dumm manchmal. Wir reisen mehrere Stunden mit Autos über das Land, sitzen dann in Booten. Wir fahren jetzt mit dem Speedboat 2 Stunden von hier weg übers Wasser. Glücklicherweise befindet sich die Lodge nicht im Malaria-Gebiet. Wir haben zwar Malaria-Tabletten dabei, diese sorgen aber für starke Kopfschmerzen. Also sind wir ganz froh, dass wir sie nicht nehmen müssen. Da ist die Aussicht. Da ist eine geschlossene Tür. Simon liegt auf dem Bett. Lolo. Das ist das Zimmer. Hier ist die Toilette. Hier kann man sich die Hände waschen. Hier kann man duschen und immer kann man rausgucken in den Regenwald. Und hier ist der zweite Ausgang, wenn man keinen Bock mehr aufs Meer hat. Das ist ja noch okay, da waren wir in Häusern. Aber wir sind dann, an einem Abend haben wir in Hängematten im Dschungel geschlafen, aber weit draußen. Einfach nur in Hängematten im Dschungel. Geht man einfach hier raus und dann läuft man. Und das sind dann nicht solche Dschungel wie Fritz Meinecke irgendwie im Wald, wo keine gefährlichen Tiere sind. Da sind tödliche Tiere. Da sind Brüllaffen, da sind Krokodile, die nachts kommen. Da sind Raubkatzen, Vogelspinnen, Skorpionspinnen, generell auch Skorpione, giftige Schlangen. Also alles ist da tödlich. Wohin man möchte. Raus in die Welt. Simon hat riesige Angst vor Spinnen. Falls ihr auch Angst vor Spinnen habt, keine Angst. Bevor ich hier Spinnen zeige, werde ich immer eine Warnung einblenden. Ich habe keine riesige Angst vor ungefährlichen Spinnen, aber ich habe riesige Angst vor gefährlichen Spinnen. Okay, können wir das bitte einmal hier festhalten? Danke. Simon hat aber nicht normal Angst vor Spinnen, so wie Leute, die einfach Spinnen nicht so mögen, sondern er hat wirklich panische Angst vor Spinnen. Ja, ich habe panische Angst vor Spinnen, die tödlich sind. Giftspinnen. Ich habe panische Angst vor tödlichen Spinnen. Ist das schlimm? Das ist einfach mein Überlebensinstinkt, okay? Alter, da vorne ist ein Riesenspinnennetz. Also so ein Riesenteil. Das kann ich... Alter Schwede. Ich hab so Schiss vor Spinnen, das ist das Schlimmste. Also ja, weil ich weiß, dass die Spinnen da nicht... Das sind keine deutschen Spinnen, die man einfach so... Oh, eine Kreuzspinne, oh, eine Wolfsspinne, oh, eine Hausspinne. Das sind einfach, das sind tödliche Spinnen. Ich habe ja nicht Angst vor vielen Dingen, aber vor Spinnen habe ich schon richtig Panik. Außerhalb der Lodge sehen wir tatsächlich auch hin und wieder Kaimane im Wasser, die irgendwo liegen und auf Beute warten. Im Wasser gibt's alles. Alles.
Am gleichen Abend machen wir noch eine Kanufahrt. Junge, wir sind einfach mit dem Kanu rausgefahren, wir wussten nicht mehr, wie wir nach Hause kommen und dann wurde es dunkel. Oh Gott, das war so schlimm. Das klingt leichter, als es tatsächlich ist. Simon und ich sind beide nicht erprobt im Kanufahren und haben... Ich hatte damals mehr Angst vor Spinnen. Okay, ich gebe es zu, ich hatte damals mehr Angst vor Spinnen, aber heutzutage habe ich nur noch Angst vor tödlichen Spinnen, okay? Ganz schön Schwierigkeiten, uns einigermaßen stabil auf dem Wasser zu... Ich würde keine Tarantel auf die Hand nehmen. Ich bin da wirklich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also es gibt ja so Leute, die immer irgendwelche YouTube-Videos machen. Oh, hier, nimm mal eine Schlange um den Hals oder nimm mal so eine Tarantel auf die Hand. Kennt ihr sowas? Mach ich nicht. Andererseits habe ich wirklich gar kein Interesse daran, wieder in den Rio Negro zu fallen, vor allem nicht hier. Allerdings beruhigt mich George von WWF, denn er sagt, solange es hell ist, ist hier im Wasser nichts, was dir gefährlich werden kann. Du kannst einfach ins Wasser springen und fallen, das ist alles in Ordnung. Im Wasser kommt erst alles Gefährliche hoch, wenn es dunkel ist. Weil die nachtaktive Jäger sind. Das beruhigt mich. Es ist ja nicht dunkel. Und wir machen eine schöne Kanufahrt. Simon und ich lernen nach und nach, das Gerät einigermaßen am Laufen zu halten. Und wir sehen uns die Umgebung an. Das hat aber sehr viel Spaß gemacht, so Kanu zu fahren. Der Urwald ist hier noch wirklich ursprünglich. Das heißt, dass einige Flussarme für uns nicht befahrbar sind. Und wir ohne unsere Führung vor Ort wirklich keine Ahnung hätten, wo wir sind. Nachdem Simon und ich einigermaßen mit dem Kanu zurechtkommen, beschließen wir noch eine kleine Runde zu drehen. Die Mitarbeiter vom WWF warnen uns, maximal einen kleinen Schlenker zu machen, weil es bald dunkel wird. Und wir beschließen, genau diesen kleinen Schlenker zu machen. Das heißt, keine engen Flussarme rein, sondern auf dem großen Fluss eine kleine Runde drehen. Natürlich verfahren wir uns ziemlich. Es wird schnell dunkel und wir haben keinerlei Orientierung. Und ich erinnere mich an den Satz von George. Wenn es dunkel wird, kommt alles im Wasser hoch. Und anstatt nun halbwegs das gelernte Kanufahren... Das ist so ein Krokodil im Wasser. ...sinnvoll anzuwenden... Ein Kaiman. ...werden Simon und ich beide immer unruhiger und immer öfter schwankt das Kanu so gefährlich, dass wir Angst haben, umzufallen. Und Simon und ich orientieren uns so gut wir können an irgendwelchen Lichtern und Helligkeiten. Und irgendwann sehen wir durch die Bäume hindurch ein Licht und sehen dann in weiter Entfernung die Lichter unserer Lodge und kommen körperlich völlig erschöpft in der Lodge an. Erneut haben wir uns ziemlich unnötig in Gefahr begeben. Und ich glaube, diese ganze Erfahrung aus dem Amazonas hat dazu geführt, dass ich mich in der Arktis so vernünftig verhalten habe und nichts gemacht habe, was in irgendeiner Form riskant war. Boah, wenn ich darüber nachdenke, was alles im Amazonas-Regenwald für giftige Tiere und tödliche Tiere existieren, waren wir schon echt an vielen Stellen sehr leichtsinnig. Nachdem wir die Nerven der WWF-Mitarbeiter über die letzten Tage ziemlich strapaziert haben... Ich sehe, was du nicht siehst. Oh nein, nicht das. Wir haben die Nerven der WWF-Mitarbeiter wirklich strapaziert. Oh nein. Okay, Leute, ich muss ganz kurz erklären. Also wir haben immer so Spiele gespielt, wo wir einfach nur... Das war einfach nur das Ziel, war allen anderen auf den Sack zu gehen manchmal, ja? Auf jeden Fall haben wir manchmal so gespielt, ich sehe was du nicht siehst. Aber nicht so das normale, ich sehe was du nicht siehst. Sondern wir haben immer sowas gespielt wie... Ich sehe was du nicht siehst und das ist... Deine Wasserflasche. Und dann fragt er, meine Wasserflasche? Ja. Okay. Ich sehe was du nicht siehst und das ist dein Handy. Mein Handy? Ja. Ich sehe was du nicht siehst und das ist der Fahrersitz. Der Fahrersitz? Ja. Also immer so weiter, okay? Also komplett dumm. Und das haben wir aber über eine halbe Stunde durchgezogen. Und diese Mitarbeiter vom WWF, die mussten so viel Geduld mitbringen. Das haben die gut gemacht. Und wir waren echt manchmal sehr nervig. Das ist super süß. Du. Ich sehe was du nicht siehst und das ist super süß. Du. Wir sind so dumm gewesen. Scheint ihnen eine Idee gekommen. Oh, der Dirk, der hat auch nur gedacht, mit wem bin ich hier im Auto? Ich sehe was du nicht siehst und das ist super süß. Du. Scheint ihnen eine Idee. Wir haben schon einige Menschen an die psychischen Grenzen des Lebens gebracht. Idee gekommen zu sein. Heute Nacht werden wir im Regenwald schlafen, vielleicht, sehr wahrscheinlich. Nein, wir werden. Gut, mein Tod. Wenn eine Spinne da ist. Wieso haben die hier Bewegungsfelder an diesen Dingern? Wegen den Kaimanen. Wenn das Wasser hochsteigt, kommen ja die Kaimane bis hier hin. Und wir fahren am Abend mit dem Boot noch tiefer in den Regenwald und in Simons schrecklichste Nacht. Das war wirklich meine Albtraumnacht. Das war meine Albtraumnacht. Ich habe immer noch Albträume manchmal davon. Eine Nacht im Regenwald. Es wirkt alles ein bisschen surreal. Nach einer ungefähr halbstündigen Bootsfahrt kommen wir mitten im Dschungel an. Es wird ein Feuerplatz aufgebaut. Es gibt eine Art Unterkunft zum Schlafen, die aber im Freien ist. Und nur 10 Meter entfernt von uns sind angeblich nachts immer die Kaimane unterwegs. Habt ihr gesehen, das Auge? Da. Ich habe einfach so gefilmt und da ist einfach so ein Krokodil. Das guckt uns die ganze Zeit an. Der Kaiman ist direkt bei uns. Und siehst du die Schnauze? Ja, ich sehe auch die Augen jetzt. Die Schnauze, die weiße. Da ist auch wieder so ein Krokodil. Weißt du, ne? Der hat so eine helle Schnauze, oder?
Mini-Kaiman. Falls ihr Angst vor Spinnen haben solltet oder sie nicht gerne seht, könnt ihr einfach ins nächste Kapitel springen. Also jetzt kommen Spinnen. Augen zu, ich sag euch gleich, wenn die vorbei sind. Ansonsten viel Spaß in unserer Nacht. Dann hört einfach nur zu. Wenn ihr Angst vor Spinnen habt und Spinnen nicht angucken möchtet, macht jetzt die Augen zu und hört nur zu, was ich sage und hört auf den Ton. Und macht einfach Augen zu. Bald. Heute Nacht. Du hast echt gut gemacht, ne Laura? Ja, also ich muss doch sagen, Josef, also The Changeman, der macht generell sehr, sehr geile Videos. 5 Kilometer Nachtwanderung. 5 Kilometer Nachtwanderung durch den Dschungel, warum? Wieso? Wieso? Warum 5 Kilometer Nachtwanderung durch den Dschungel? Warum? Was macht der WWF mit uns? Warum machen die denn das mit uns? Weißt du, warum die das machen? Warum? Wir sollen uns angucken, wie geil die Natur hier ist. Die ist nämlich komplett bedroht. Simon und ich haben uns beide entsprechend eingekleidet, um im Regenwald vor aller möglichen Getier sicher zu sein. Und auch ansonsten sind wir eingepackt, als würden wir in eine Chemiefabrik gehen. Und dennoch schützt diese ganze Montur... Melanie einfach komplett, die ist schon am Ende, weil wir die letzten Tage schon zu sehr strapaziert haben. Weder Simon noch mich davor, in dieser Nacht auch ein wenig Angst zu bekommen. Oh, what is this? Das nennt man auch Machete. So, wir fahren jetzt nachts mit dem Boot einfach mal durch den Regenwald. Ist ja nicht so, dass einfach hier überall Krokodile sind und Kaimane und... Ach du Scheiße. Okay. So, wir sind angekommen. Wir haben jetzt eine ganz schöne, lange Bootstour nochmal gemacht. Durch die Nacht. Und jetzt sind wir angekommen. Hallo. Wir sind im Regenwald. Spinne in 4. Kommt mit. Simon. Was macht die? What? Das ist eine Geißelspinne. Was kind of Spider ist das? Nee, die macht gar nichts. A Scorpion Spider. So not poisonous. Alter Schwede. Okay. Nee, nicht mit mir. Also, du willst nicht durch so ein Spinnennetz laufen, dass sie dir so an den Kopf hängt. Das willst du nicht. Klopp. Blattschneiderameisen. Alter. Brasilianische Wanderspinne. Ich will solche Tiere nicht sehen. Ich einfach die ganze Zeit, ich will solche Tiere gar nicht sehen. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Ich hatte dann plötzlich bei allem Angst, was mir an den Kopf jedes Palmenblatt hatte ich Angst. Oh, was? Die Bälle! Ich habe diesen Kapuze drüber gezogen, weil ich gehofft habe, dass nicht an meine Haare rankommt, weil mein absoluter Albtraum wäre, dass irgendwie so eine kleine Spinne in meine Dreadlocks reinkrabbelt und da Eier legt. Das war aber dein Leben. Der Dschungel ist voller faszinierender Tiere. Hier gibt es nicht nur Skorpionsspinnen, Vogelspinnen, schwarze Witwen oder etliche andere Insekten. Boah, sieht. Also ich muss sagen, es gefällt mir gar nicht, das anzugucken. Sondern auch viele große Tiere, wie Brüllaffen, Jaguare und... Brüllaffen und Jaguare sind auch gar nicht so ungefährlich. Pumas. Und Pumas. Allerdings werden wir von den letzten keins sehen, denn Simons panische Schreie vertreiben tatsächlich alle größeren Tiere, die wir in dieser Nacht sonst hätten beim Schlafen beobachten können. Nee, sehr gut. Ich bin auch froh, dass ich geschrien habe, weil ich möchte auch keine Brüllaffen und keine Jaguare und keine Pumas, möchte ich auch nicht so nah rankommen wie an diese Spinnen. Nee, ich habe unser Leben gerettet. Das kann ich heute sagen. Durch meine Schreie, durch meine Angstschreie von den Spinnen, habe ich unser aller Leben gerettet. Ihr könnt mir dankbar sein. Danke. Das ist eine Mini-Spinne. Nein! Bitte geh weg! Ich will das nicht! Du verscheuchst die ganzen großen Tiere, sagt George. Ja, gut so. Ich habe ja so generell eine Arachnophobie. Also ich habe wirklich schon eine Phobie vor Spinnen. Und da gab es ja dann zum ersten Mal auch einen Grund, Angst vor Spinnen zu haben. In Deutschland gibt es ja keine Spinnen, die dich jetzt töten. Aber da ist ja jedes Tier gefühlt tödlich als das andere. Und da war es zum ersten Mal so, dass sich meine Angst dann auch noch wirklich in eine begründete Angst und dann auch in eine Panik umgewandelt hat, weil zeigen die auch die Taranteln? Der Dirk, der hat alles erklärt, er hat halt auch, damit wir halt auch die Spinnen und alles auch wirklich mal sehen, hat er halt an so Spinnenlöchern, die sind in so Löchern, in so Bau gewesen, so Taranteln, Vogelspinnen. Oh nee, das ist das Tarantelloch. Das war mein absoluter Albtraum. Taranteln, so Vogelspinnen sind mein absoluter Albtraum. Hat er mit so einem Grashalm, der hat die so rausgelockt, damit wir die sehen. Ich wollte die gar nicht sehen. Lass die doch da drin. Der hat die so rausgekitzelt. Guck mal jetzt. Scheinbar haben die eine Vogelspinne gefunden. Mein Leben endet genau hier. Und vor allem, das ist eine Vogelspinne, die wir im Dunkeln gesehen haben. Überlegt euch mal, wie viele Vogelspinnen um uns herum waren. An den Bäumen, irgendwelchen Löchern. Nur die haben wir halt gesehen, weil da haben wir das Nest gesehen. Was glaubt ihr, wie viele Vogelspinnen um uns herum waren? Hunderte? Tausende? Jetzt. Oh nee, da krieg ich jetzt schon wieder Angst, wenn ich das sehe. Oh Gott, seht ihr das Bein? Das ist das Bein von der Vogelspinne. Das ist eine wilde Vogelspinne im Regenwald. Warum ist man denn so krank? Lass doch sein.
Oh mein Gott, er macht mit so einem kleinen Stock. Digga, da bin ich raus. Da bin ich einfach nur raus. Warum machst du das? Hä? Ja, ich sehe sie. Digga, ja, ich sehe sie. Die ist auch nicht zu übersehen. Digga, die ist groß wie eine Hand. Oh mein Gott. Das ist eine Tarantel, wie das eine Wolfsspinne. Oh Gott, eine Kammspinne ist das. Gottes Willen, die ist so, die hat so starke Arme, die kann diesen Stock einfach mitreißen. Das ist sogar gefährlicher. Die ist gefährlicher als eine Vogelspinne. Das ist eine Tarantel, wie das eine Wolfsspinne. Digga, ich stand daneben, ich hab das gefilmt, Digga. Oh Gott, die ist so aggressiv. Richtig aggressiv. Oh mein Gott, sag doch sowas. Ja, die ist wieder im Loch drin. Die ist super aggressiv und die springt. Die ist super aggressiv und die springt? Warum sagst du mir das? Dann sind die halt einfach da rausgehüpft und also wirklich aggressiv auf diesen Grashalm zu. Und für mich war es einfach alles zu viel. Für mich war es einfach, wenn ich schon mal darüber nachdenke, könnte ich wieder losheulen, dass so eine Spinne hätte ja auch einfach zu unseren Füßen kommen können. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, da war wirklich zu viel des Guten. Da habe ich einfach so ein bisschen, Unbehagen empfunden. Unbehagen ist noch sehr nett ausgedrückt. So, durch die Bilder sieht es so kalt aus, aber es ist so heiß hier. Oh Gott, da ist schon wieder eine Vogelspinne. Diesmal ist es keine Kammspinne, sondern diesmal ist es wirklich eine Vogelspinne. Die waren da überall. Oh Gottes Willen, das ist so eine schlimme Nacht gewesen. Das war eine der schlimmsten Nächte in meinem Leben, wirklich. Das war eine der schlimmsten Nächte in meinem Leben. Ich wollte einfach nur noch weg, aber ich war gefangen. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht alleine weg. Ich war gefangen. Ich wollte einfach nur weg. Ich versuch mal. Eine richtig haarige Fette. Oh mein Gott, ist das ein fettes Tier. I'll get it out. Oh, und dann sagt George, I'll get it out. Der will die rausholen. Warum? Lass sie doch drin. Lass sie doch verdammt nochmal drin. Ich will die gar nicht sehen. No, why out? Why? Ich so, no, why out? Why? Ich weiß nicht, wie ich geschrien habe in dieser Nacht. Egal was war. Ein Blatt kommt in mein Gesicht. Irgendwas, eine Mücke. Ich habe wirklich für jeden Scheiß geschrien. Das würde ich heute auch noch machen. Und dass ich da nach Brasilien mitgegangen, Gottes Willen, bin. Da war mir gar nicht klar. Da waren so viele Vogelspinnen. Da muss ich einfach nur los. Dass ich mich da einlasse mit diesem Regenwald. Ich habe einfach Angst vor Spinnen. Wow! Oh Gott, das war alles, was... Alles hat mich erschreckt. Skorpion. Und Skorpionen laufen da rum. Digga, laufen einfach Skorpione rum. Warum bin ich da? Warum bin ich da gewesen? Eine Deckenleiter. Wie brav die immer Model stehen. So viel Spinnen. Da ist es auf meine Schulter gefallen. Da ist immer noch irgendwas, glaube ich. Da ist nichts. Gott. Da ist nichts. I love you. Ich hab das Boot, als wir wieder mein Boot waren. Ich dachte mir, I love you. Bitte bring mich hier raus. Der schönste Tag meines Lebens. Das Boot. Das Boot, das uns hier rausbringt. Wir sind auf dem Boot. Aber ich dachte, dann wäre es ja vorbei. Aber nein, wir haben ja dann im Dschungel geschlafen. Wir haben ja dann nicht im Haus geschlafen, sondern wir haben ja unter offenem Himmel geschlafen. Wir fahren jetzt zu unserem Basiscamp. Alter, ich fliege einfach in die Stadt zurück. Okay. Er hat einfach mit seinen Händen einfach so ein Kaiman aus dem Wasser geholt. Er kannte auch nichts. Der ist aber ganz schön ruhig. Normalerweise zappeln die mehr. Boah, das ist krass. Hinten der Schwanz. Wie groß wird der? Können 6 Meter werden. Die können einfach 6 Meter lang werden. Und die Mutter war vielleicht daneben. Die hätte einfach zugeschnappt. Boah. Also was fällt euch bei der Nase und bei den Augen auf, wo die Nasenlöcher sind? Ach so, oben. Und da sieht man die Strategie von ihm. Liegt halt unter Wasser auf Lauer, ist ein Lauerjäger und hat eine extreme Schnellkraft durch den starken Schwanz, den der Simon jetzt anpackt. Und die Schuppenform und alles hat er halt eine extreme Schnellkraft und kann ihn extrem schnell vorschnellen. Die Tiere wurden sehr stark bejagt, der Schwarzkaiman, wegen dem Leder. Das ist die Kloake. Und da kommt Kot raus? Da kommt Kot raus. Und aber das ist ja auch da gepaart? Ja, genau. Und was ist jetzt, das ist jetzt ein Baby? Wie alt ist der, was glaubst du? Vielleicht ein Jahr. Okay. Ja, direkt Schupp runtergetaucht.
Great job. Ja, nice done, Leute. Die haben einfach ein fucking Krokodil mit der Hand rausgeholt. Der Typ war auch krass, muss ich sagen. Der Dirk war krass. Ist ein krasser Natur, also Biologe. Reptiloge. Nach dieser Nachtwanderung ist allerdings nicht an Schlaf zu denken. Das hat verschiedene Gründe. X, Küsse gehen raus. Einmal ist der Dschungel sehr laut. Der ist wirklich sehr laut. Ihr hört diese ganzen Insekten und die Grillen und alles, das ist wirklich sehr laut. Wow, ist das laut. Ja. Wir liegen in unseren Schlafsäcken und hören 1000 Geräusche. Es ist so unfassbar, wie viele Tiere aktiv sind. Gleichzeitig schreit Simon immer wieder laut auf, weil er Albträume davon hat, dass Spinnen in seiner Hängematte sind. Junge, ich habe einfach nachts geschrien, weil ich Panikattacken hatte. Und weil das nicht genug ist, hält mich das sehr laute Schnarchen unseres Local Guides wach. Spinnen sind vorbei übrigens. Keine Ahnung, ob ich wirklich viel geschlafen habe im Dschungel. Boah, es war auf jeden Fall die ganze Zeit laut und Simon hatte dauernd Albträume. Der hat also nachts immer rumgeschrien. Ich habe wirklich nachts einfach geschrien vor Albträumen, ja. Nein, bitte nicht. Keine Ahnung, welche Spinnenalbträume. Alter, ich hatte so einen richtig fetten Albtraum, dass so eine Vogelschule über mir hängt. Und dann habe ich noch nachts einen Albtraum so, Hilfe, nein! Ja, gutes Reenactment auf jeden Fall. Aber ja. Sagt ja direkt da drüben. Oh, mitten in der Nacht fangen die Brüllaffen an. Oh ja, und die Brüllaffen haben nachts geschrien. Die ganze Nacht, diese Brüllaffen waren auch so anders nervig. Ja, die ganze Zeit. Ich dachte, oh, wenn die näher kommen, uns zerfleischen, wäre auch nice. Wenn die näher kommen, uns zerfleischen, wäre auch nice. Am nächsten Tag besuchen wir die Flussleute der Ribereños und haben... Ich mach so Finger rein, Finger wieder hoch, alle ab wegen Piranhas. ...haben es mit wesentlich angenehmeren Tieren zu tun. Schweine, Tapire, Schildkröten, Ruhe und Frieden. Kapitel 4. Lernen von den Ribereños. Also, das ist die Fluss, ja, die Menschen, die am Fluss leben. Ja, Weirin, habe ich schon gehört. Ich weiß, dass es auf der Nachbarinsel Taranteln gibt hier. Die sind auch giftig. Oh, so ein kleines süßes Schwein. Die kleine Familie, die wir besuchen, lebt von der Landwirtschaft. Sie erklären uns, wie man Manioka, Zuckerrüben und Acai-Saft herstellt. Mmh, mega süß. Und wie man Paranüsse schält. Wir lernen, wie man diese Arbeit ausführt und dürfen mit anpacken. Das klappt alles ziemlich gut, bis ich die dumme Frage stelle, wie man denn die Früchte von den Bäumen runterbekommt, zum Beispiel den Palmen. Und naja, wir sollen es selber mal ausprobieren. Und so lernen wir einiges über die Lebens- und Arbeitsweise der Menschen vor Ort. Gleichzeitig wird uns allen bewusst, wie viel Arbeit es ist, diese Früchte zu ernten. Teilweise stundenlang Wurzeln zu kochen, um das Gift aus ihnen rauszuholen. Und bei uns liegt es dann einfach für ein paar Euro im Supermarkt. Während ich mich innerlich mit diesem harten Leben auseinandersetze, hat Simon sich verliebt in einen Tapir. Simon verbringt viel Zeit mit dem Tier. Oh, Tapir ist auch so süß. Ich habe das wirklich geliebt. Und ist völlig fasziniert. Als wir später zurückfahren und uns ungefähr in 20 Minuten Entfernung von unserem Abfahrtsort befinden, treffen wir auf ein Tapir, das durch den Fluss schwimmt. Und Simon hat die glorreiche Idee, sich dazu zu gesellen. Einfach rein ins Wasser. Oh nein, das war so dumm von mir, dass ich auf das Tier zugeschwommen bin. Weil im Wasser, wenn ich als Fremder auf das Tier im Wasser zuschwimme, das Tier kriegt ja Angst. Habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich dachte, oh ja, ist alles entspannt. So. Aber das hat dann ein bisschen Angst bekommen. Also da muss ich im Nachhinein auch sagen, erstmal kein Mensch wusste, was da im Wasser alles ist. Da könnten irgendwelche Giftschlangen im Wasser rumgeschlängelt sein, da könnten Piranhas gewesen sein. Da ist einfach ein tonnenschwerer Tapir im Wasser, der ja tonnenschwer... Guck, da habe ich ihn gestreichelt und der hatte richtig Angst, er ist dann weggeholt. Auch mich hätte unterdrücken können oder irgendwie sich erschrecken können, mich einfach mit runterreißen können oder irgendwie sowas. Da denke ich öfters drüber nach, dass ich da ins Wasser gesprungen bin zu diesem Tapir. Das finde ich schon sehr, also ich weiß nicht, ob ich es heutzutage noch so machen würde. Ich war da schon sehr leichtsinnig irgendwie. Für mich war es ein tonnenschweres Tier, okay? Bleiben wir dabei. Und so abenteuerlich und bunt diese ganze Reise auch ist, so ist uns immer wieder klar, warum wir eigentlich hier sind und wie gefährdet dieses Gebiet ist. Und zwar versucht das Land Brasilien 2015 ein Gesetz durchzubringen, um Naturschutzgebiete und indigene Territorien für Landwirtschaft, Bergbau und Wasserkraftgewinnung zur Ausbeutung freizugeben.
Uns ist absolut unklar, dass dieser unglaubliche Hort der Artenvielfalt zur Nutzung für Bergbau, Energiegewinnung und Landwirtschaft freigegeben werden soll. Diese Biotope in Brasilien spielen eine unglaubliche Rolle für die ganze Welt. Die größte zusammenhängende Waldfläche der Erde ist ein gigantischer Kohlenstoffspeicher und ein entscheidender Stabilisator des Weltklimas. Und so abwegig das erstmal klingt, auch wir in Deutschland sind massiv abhängig vom Amazonas. Es ist hier so viel CO2 zum Beispiel gespeichert, wie über 10 Jahre weltweit ausgestoßen wird. Das ist schon bedeutend, ne? Wenn also dieser Wald verloren geht, dann ist der Klimawandel praktisch nicht mehr aufzuhalten. Richtig schön zusammengeschnitten. Josef, Ehrenmann. Ja, das ist sehr traurig, aber wir machen unseren Planeten kaputt. Elon Musk bereitet schon den Mars vor, aber ich würde sehr gern hier bleiben. Die Sonne ist aufgegangen, wie ihr seht. Und ja, echt schön. Man hat hier die ganzen Vögel noch gehört. Es waren hunderte am Stück. Und man hört hier noch einen Brüllaffen morgens und die Geräusche des Waldes. Korrekt. Akkurat. Kapitel 5. Wassermangel in Sao Paulo. Nachdem wir in Nordbrasilien waren, in Manaus, wo der Rio Negro und der Amazonas, die beiden riesigen Flüsse, durchfließen, sind wir nach Süden gereist. Und zwar in die beiden großen Städte im Süden. Sao Paulo, die größte Stadt südlich des Äquators der Welt. Und nach Rio de Janeiro. Aber erstmal Sao Paulo. Sehr stark betroffen vom Wassermangel. Eine absolute Millionenstadt, eine riesen Stadt, die komplett oft im Sommer gar kein Wasser mehr haben. Die Leute dürfen nur eine Stunde oder so am Tag Wasser laufen lassen. Ansonsten wird es abgestellt und so. Also das ist ganz, ganz krass. Da ist sehr, 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 sehr viel Wassermangel. Also wenn ich an Sao Paulo denke, und das ist überhaupt nicht böse gemeint an alle Brasilianer, die aus Sao Paulo kommen, es hat einfach sehr krass gestunken. Es liegt einfach daran, dass Sao Paulo eine unfassbar große Stadt ist. Sie ist die größte Stadt südlich des Äquators. Mhm, das stimmt. Zusätzlich gibt es noch sehr viele Menschen, die da gar nicht gemeldet sind, die in Slums leben und in Favelas. Dann gibt es 2 Flüsse, die durch die Stadt fließen, die aber nicht gerade dafür bekannt sind, dass die beste Wasserqualität haben. Das heißt, diese Flüsse, da sollte man auch nicht unbedingt drin schwimmen oder irgendwie sowas. Da kommt wahrscheinlich auch einer der Gerüche her, von neben dem ganzen Müll und neben den ganzen Abgasen, dass die Flüsse halt einfach weitgehend verschmutzt sind. So. Und das war auch das, was ich so als erstes wahrgenommen habe. Also riesenkranke Stadt, aber es müffelt ein bisschen. Das Wasser in Sao Paulo ist streng rationiert. Das Cantareira-Reservoir versorgt bestimmte Stadtteile und diese haben nur wenige Stunden Wasser am Tag zur Verfügung, weil 90% der Wasserreserven komplett aufgebraucht sind. Mega krass riesige Stadt. Städte wie Sao Paulo und Rio de Janeiro leiden seit Jahren immer wieder unter extremer Trockenheit. Der Grund dafür ist der Verlust der Walddecke im Amazonas-Regenwald. Das wirkt sich negativ auf die Wasserversorgung des Landes aus. Über die Verdunstung tragen die Wälder und Flüsse des Amazonas erheblich zur Wolkenbildung und damit zum Regenfall im Süden bei. Je mehr Wälder abgeholzt werden, desto weniger Regen fällt in anderen Regionen des Landes. Und so hat man in 19 Stadtteilen von Sao Paulo bis zu 12 Stunden am Tag kein Wasser. Um all das etwas besser zu verstehen, besuchen wir den Guarapina-See und das Cantareira-Reservoir, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Diese starke Trockenheit ist so gravierend, dass inzwischen in vielen Stadtteilen von Sao Paulo über Stunden tagsüber das Wasser abgeschaltet wird. Und das schon seit Monaten. Dirk steht hier im größten Wasserreservoir der Region. Und wie voll mit Wasser dieses sein sollte, seht ihr hier. Das Becken ist normalerweise, hier ist eine Brücke, die ist etwa 20 Meter hoch. So hoch sollte das Wasser stehen. Man sieht aber hier, es ist kein Wasser mehr drin. Es krass, gibt einen Entwaldungsgürtel. Das ist einfach ausgetrocknet. Die größte Entwaldungsfront weltweit im Süden vom Amazonas. Früher war das so, der Amazonas hat Wasser produziert, erzeugt Wolken. Diese Wolken ziehen in den Süden und regnen im Süden wieder ab und geben Wasser für die Städte im Süden. Jetzt ist das so, durch diese Entwaldungsgürtel kommen diese Wolken nicht mehr in den Süden, sondern regnen wieder im Amazonas ab. Und dadurch gibt es Trockenheit im Süden. Am nächsten Tag sitzen wir wieder sehr viel in Bussen und Autos. Wir verabschieden uns von Sao Paulo. Wie heißt der Ort, zu dem wir fahren? Ubatuba. Ubatuba. Wir sitzen
sitzen sehr viel länger als erwartet in einem Bus und bewegen uns durch serpentinartige Straßen und Wälder. Wir stehen hier irgendwo im Stau, weil da unten eine Straße bearbeitet wird und nur eine Spur genutzt werden kann. Ist aber eine vielbefahrene Straße, das heißt, es werden immer nur so 20 Autos durchgelassen von der einen Seite, dann 20 von der anderen Seite. Entsprechend stehen wir hier jetzt länger rum. Am späten Nachmittag erreichen wir dann unser Ziel, Ubatuba. Ubatuba. Direkt am Meer. Schildkröten in Ubatuba. Wir kommen an in diesem winzig kleinen Ort und fahren zuallererst zu einer Schildkrötenauffangstation. Dort lerne ich erstmal, wie riesig Schildkröten werden können und wie groß ihre Vielfalt ist. Gleichzeitig wird uns auch erklärt, wie gefährdet die Tiere durch unseren Müll sind. Immer wieder fressen die Schildkröten, so wie viele andere Meeresbewohner, Plastik oder Plastikteile. Dadurch verklebt sich ihr Magen und sie können keine andere Nahrung mehr aufnehmen, weil sie das Plastik nicht ausgeschieden bekommen. Die Schildkrötenauffangstation hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Tiere aus dem Wasser zu holen und ihnen möglichst das Plastik aus dem Magen zu holen, sie wieder aufzupäppeln, zu markieren und dann auszuwildern. Die Schildkröten hier vor Ort sind also nur so lange hier, bis es ihnen wieder richtig gut geht. Und am gleichen Abend können wir Zeuge einer solchen Auswilderung sein. Süß. Und traurig. Ubatuba ist wirklich wunderschön. Es ist ein ganz kleiner, ruhiger Ort mit wahnsinnig sympathischen, offenen Menschen am Rande Brasiliens. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich wahnsinnig wohl hier. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin genau da, wo ich sein soll. Und es scheint mir so, als hätte ich dieses Gefühl lange nicht gehabt. Am Abend fängt es an zu regnen, die Temperatur kühlt ein wenig ab, was sehr angenehm ist. Und auch wenn ich massiv von Mücken attackiert werde, schlafe ich so tief wie auf der ganzen Reise nicht. Ich habe sehr intensive Träume und gehe am nächsten Morgen erstmal am Meer spazieren. Nach dem kleinen Ausflug ans Meer geht es leider direkt schon weiter. Und auch wenn ich gerne viel länger in Ubatuba geblieben wäre, lenkt uns unsere Reise nach Rio de Janeiro. Auf dem Weg nach Rio machen wir eine Pause im WWF-Schutzgebiet Poco de Antas, ungefähr 2 Stunden von Rio de Janeiro entfernt. Und dort treffen wir auf die letzten paar der goldenen Löwenäffchen, die vor ungefähr 35 Jahren als praktisch ausgestorben galten, weil es nur noch 200 gab. Das ist krass, oder? Die goldenen Löwenäffchen gibt es nur dort und die waren eigentlich ausgestorben. Durch das Schutzgebiet des WWFs konnte sich die Wildpopulation auf ungefähr 3200 hochpäppeln. Heute auf dem Weg zu den Löwenäffchen im atlantischen Regenwald. Davon gibt es nur noch 2%. Die haben sie fast komplett abgeholzt, weil es hier keine Schutzgebiete gibt. Es ist der einzige Ort auf der Welt, wo es diese Affen noch gibt, außerhalb von Zoos. Dadurch, dass hier diese ganzen Küstenstädte in Brasilien sind, wie Rio, gibt es von diesem Wald, von dem ursprünglich der Lebensraum dieser Affen waren, nur noch 2%. Wie krass die auf dem Baum, wie flink die waren. Das war sehr schön, das war ein sehr schöner Ausflug. Ich habe einen gefüttert mit einer Banane. Als Simon und ich damals unterwegs waren, wurde uns unter anderem von dem Landgrabbing erzählt. Landgrabbing war mir komplett unbekannt und es ist etwas, was deutlich zur Entwaldung des Regenwaldes beiträgt. Beim Landgrabbing holzt eine Person beispielsweise illegal ein Stück Regenwald im Amazonas ab und verkauft erstmal die wichtigsten und wertvollsten Hölzer. Der Rest wird verbrannt. Auch das ist ein Auslöser für die Brände. Dann kommen Rinder auf das Land, etwa 1 pro Hektar Land. Und nach ein paar Jahren gehört das Land nach Gewohnheitsrecht dieser Person. Danach wird das jetzt legalisierte Land an große Landwirtschaftsbetriebe verkauft, die dort Futtermittel für Tiere anbauen. Und der Regenwald dort ist quasi verloren. Dschungel kann nicht wiederhergestellt werden. Na, das ist halt sautraurig. Es liegt halt einfach daran, dass mittlerweile nicht nur noch Amerika und Europa, die normalerweise halt in den letzten Jahrhunderten sozusagen die reichen Industrieländer waren, wo es immer sehr viel Fleisch gab und sowas, sondern mittlerweile halt auch sehr viele afrikanische und auch asiatische Länder immer mehr diesen Fleischkonsum nach vorne bringen und nach vorne treiben. Also die ganze Welt ist hungrig auf Fleisch und für das ganze Fleisch mit vielen ganzen Tiere muss extrem viel Futtermittel angebaut werden. Und dafür werden überwiegend die Regenwälder abgeholzt, weil das braucht natürlich Platz. Ne? Viehhaltung und Futter für die Tiere. Ja. Was ich sowieso ein bisschen schade fand, aber es ist ja verständlich, es ist ja auch kein Urlaub gewesen, aber wir hatten echt
wenig Zeit, mal ein bisschen zu relaxen zwischendurch. Das erste Mal, dass wir relaxen konnten, war dann in Rio. Und da war es halt nicht schön zu relaxen, weil alleine in Rio durch die Stadt zu gehen, als Europäer, kann halt gefährlich sein. Da wir uns auf der Reise bisher offen... Ja, in Rio ist es halt so, und es ist auch überhaupt nicht irgendwie jetzt... irgendwie, nicht, dass jemand irgendwie denkt, das wäre rassistisch oder sowas gemeint, aber als weißer Europäer hast du einfach eine Außenwirkung von, du hast Geld, du bist ein attraktives Ziel zum Beklauen oder zum Überfallen. Und Rio ist ein raues Pflaster. Da sind so viele Menschen leben an der absoluten Armutsgrenze, die leben in Favelas. Und wenn du als weißer Europäer dahin kommst, als Tourist, dann musst du echt vorsichtig sein. Der Typ, bei dem wir übernachtet haben, also wir haben bei so einem Deutschen übernachtet, der wurde da schon, seit er da lebt, 28 Mal überfallen. Und ja, das ist halt nicht so, wie man es aus Deutschland oder so gewöhnt ist, das heile, die heile Welt, sondern in manchen Ländern, da ist es an der Tagesordnung, dass du einfach damit rechnen musst, überfallen zu werden. Wenn wir nicht immer ganz vorbildlich verhalten haben, bekommen wir in Rio de Janeiro nochmal eine ganz klare Ansage. Wir sollen jegliche Technik und Kamera verstecken und dicht am Körper tragen. Sollte uns trotzdem jemand überfallen, sollen wir sofort alles abgeben und nicht diskutieren oder versuchen. Genau. Wenn uns jemand überfällt, alles sofort, Portemonnaie aufmachen, sofort alles an Geld rausgeben und damit halt niemand dann Messer rausholt oder schießt. Ganz wichtig, einfach sofort die Wertsachen hergeben. Kein Kampf, kein Held spielen, nicht mutig sein. Einfach hergeben. Um etwas zu schützen. Der Grund dafür ist die hohe Kriminalität in Rio und die Gefahr, auch für kleinste Wertgegenstände tödlich verletzt zu werden. Die Tage, wo wir dann Freizeit hatten, später am Ende der Reise in Rio de Janeiro, habe ich weitgehend auf dem Hotelzimmer verbracht. Mit dem Nintendo DS oder so, glaube ich. Ja. Ich habe halt, muss ich ganz ehrlich sagen, in Manaus, da bin ich alleine durch die Stadt gelaufen, in Nordbrasilien. Und in Nordbrasilien, die Leute waren da super friedlich, super relaxed, super nice, aber in Rio ist halt auch eine touristische Stadt und da ist viel mehr, ja, Kriminalität einfach. Und ja, da habe ich einfach alleine keine Lust gehabt, durch die Stadt zu laufen. Da haben wir nur maximal 2 Tage, wo wir in der Stadt waren, und ansonsten war ich nur im Hotelzimmer und habe die letzten Tage einfach Nintendo DS gezockt, weil ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt die ganzen Spinnen überlebt habe, die Brüllaffen, Jaguare, Puma, Flusskrokodile, Piranhas, Penisfische, Tapire, Schlangen, wenn ich das alles überlebt habe, warum soll ich mich jetzt von irgendeinem Menschen abstechen lassen? Also bleibe ich lieber auf meinem Hotelzimmer. Nachdem Simon und ich uns an diese angenehmen 30 bis 35 Grad jeden Tag gewöhnt haben, erleben wir an diesem Abend einen kleinen Schock. Während es in Köln regnet und furchtbar kalt ist, fällt auch in Rio die Temperatur. Es ist nebelig und regnet, und bei 18 Grad kommen Simon und ich uns so vor, als wären wir mitten im tiefsten Winter gelandet. Unsere Körper haben sich an andere Temperaturen gewöhnt. Es ist krank, wie der Mensch sich jetzt so schnell anpasst an neu. Bei 18 Grad, denke ich jetzt so, ist gar nicht kalt. Aber wenn man die ganze Zeit in der Hitzesituation mit 36 Grad ist, dann ist 18 Grad auf einmal so, ganz schön kalt. Ja, das ist sautraurig, Miss Muffy. Und dann geht's zurück nach Hause und wir freuen uns auf Köln. Ich habe sehr lange gebraucht, diese Dokumentation zu schneiden. Das hier ist die 3. Schnittfassung in 5 Jahren. Und trotzdem möchte ich euch jetzt ein bisschen über den Stand heute erzählen. Wie sieht's jetzt im Amazonas aus? Kapitel 8. Heute, August 2021. Das Wichtigste zuerst. Im Juli 2021 wird bekannt, dass das Amazonasgebiet erstmals mehr CO2 abgibt. Die größte grüne Lunge der Welt funktioniert nicht mehr. Als es aufnimmt. Ein gesunder Regenwald und ein intaktes Amazonasgebiet bremsen den Klimawandel. Der Regenwald ist für das gesamte Weltklima essentiell. Die Bäume dort binden das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid. Und je weniger es werden, desto schneller steigt unsere Temperatur, auch in der Arktis und der Antarktis. Das hängt alles zusammen. Das Amazonasgebiet und die Regenwälder sind aktuell so gefährdet wie noch nie. Im Mai 2021 wurden dort ganze Städte überflutet. Etwas, was wir inzwischen auch kennen. 2019 wurde eine Fläche so groß wie der Libanon zerstört. 2020 nahm die Abholzung um weitere 10% zu. Und das zusätzlich zu den verheerenden Waldbränden. Diese massive Abholzung führt übrigens auch dazu, dass Tonnen von Kohlenstoffdioxid freigesetzt worden sind, die vorher durch den Regenwald gebunden wurden. Also mein trauriges Fazit am Ende ist halt, wir als reiche Industrienation Europa
und Amerika, wir leben es halt der restlichen Welt vor. Und die ärmeren Länder, die ziehen halt nach, solange wir halt nicht als Welt gemeinsam dafür sorgen, dass die Natur geschützt wird. Da wird Brasilien auch einen Teufel tun, da Vorreiter zu spielen. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und es geht um Geld. Und Brasilien liegt halt geografisch, haben die halt viele Ressourcen, die haben viele Bodenschätze, die haben viel Land, viel Fläche. Und was ist natürlich für viele Menschen finanziell halt sinnvoll? Viehzucht ist für viele Menschen dort sinnvoll. Und für Viehzucht wird halt Holz, also Wälder abgeholzt, Brand gerodet. Solange halt Geld im Mittelpunkt steht, wird sich auch da nichts dran ändern, leider. Ne? Weshalb wir da eben unbedingt als Vorbild vorangehen müssen. Das ist halt der Punkt. Deswegen sind halt eben so Organisationen wie WWF und andere Naturschutzorganisationen so wichtig. Vielleicht keine tollen Worte, die einen irgendwie jetzt glücklich machen, aber es ist leider die traurige Realität. Falls ihr Lust habt, spendet dem WWF. Direkt so eine traurige Nachricht von mir. Ich bin seit Jahren Mitglied und ich kann es nur empfehlen. Sie machen eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ich bin... Muss ich auch sagen. An dieser Stelle kann ich nur wirklich sagen, der WWF hat absolut eine mega geile Arbeit da gemacht und auch seitdem her verfolge ich auch, was sie tun. Und ja, ich muss sagen, ich supporte die sehr, sehr gerne. Küsse gehen raus an die WWF. Tief in dem System WWF gewesen. Ich habe sehr, sehr viel erfahren. Ich konnte sehr hinter die Kulissen blicken. Und ich finde, es arbeiten fantastische Menschen dort, die eine wichtige Arbeit machen auf der ganzen Welt. Falls ihr ein bisschen was über die Arktis lernen wollt, da war ich auch. Schaut mal rein. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Ach ja, alle Quellen in der Videobeschreibung. Sehr, sehr schönes Video. Sehr, sehr, sehr schönes Video. Sehr, 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 sehr schönes Video. Also wirklich, das war eine Dokumentation, die ging 35 Minuten, aber die ging so geil durch. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie langweilig oder so. Also auch wenn Josef das Video sehr spät jetzt fertiggestellt hat, hat er es, also es ist halt so aktuell wie noch nie zuvor. Und ich glaube, das ist ganz gut so, dass es erst heutzutage kam, weil wir sehen jetzt noch krasser die Auswirkungen als früher. Und ich glaube, damit wird er viele Leute auch nochmal erreichen, die sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Und vielleicht konnte ich auch ein paar Leute von euch ein bisschen mit diesem ganzen wichtigen Thema erreichen.